Entschuldigt bitte, wo finde ich den Patrizier? Nun. Sei nicht dumm, Junge. Wenn du zum Patrizier willst, musst du den Palast aufsuchen. Empfängt er Besucher? Kann man wirklich mit ihm reden? Oh ja, aber er verwendet Worte wie Waffen. Sei auf der Hut, wenn er dir mit Sarkasmus begegnet. Und ergreift die Flucht, wenn er gar ironisch zu werden beginnt. Muss es hier immer so zugehen? Wie meinst du das? Seht euch nur um. Hier herrschen Chaos und Disziplinlosigkeit. Ich habe das Gefühl, in einem Meer aus Fragen zu strampeln, gegen einen geisttötenden Wind zu schreien. Gerätst du mit der Metapher nicht ein wenig durcheinander? Manchmal träume ich davon, diesen Ort am Hals zu packen und zu schütteln, bis er sich endlich für die Vernunft öffnet. Ich habe einen ähnlichen Traum. Tatsächlich? Ja. Darin schreite ich als intellektueller Riese über die Dächer der Welt, um den gordischen Dingsbums des unklaren Denkens durchzuhauen. Und in einem anderen Traum schwimme ich in Fruchtjoghurt, werde von einem Wal verschlungen. Das ist glücklicherweise nicht mein Problem. Zumindest noch nicht. Vielleicht bleibe ich auch weiterhin davon verschont. Na bitte. Ein Sumpfdrache, wenn mich meine Augen nicht täuschen. Ich dachte, sie sind mit explosivem Gas gefüllt. Oh, na schön. Hä? Ein Mädchen? Was hat ein Mädchen hier zu suchen? Ich bin kein Mädchen. Und warum trägst du ein Kleid? Es ist kein Kleid, sondern der Mantel eines Zauberers. Mädchen tragen sowas nicht. Da du gerade von Mädchen sprichst, ich kannte mal eins, verstand es ausgezeichnet, Aale zu pökeln. Nun, auch ich kannte mal ein Mädchen, ist doch ganz klar. Ganz nah? Wo willst du ganz nah sein? Ein junger Bursche wie du sollte unterwegs sein und eine Welt voller Abenteuer erforschen. Wein, Frauen und Gepökeltes. Ich gehe jetzt. Wohin willst du denn gehen? Ich dachte, du bist schon ganz nah, du junger Luftreiniger. Niemand ist ganz nah. Ich meine, ich wollte nur freundlich sein. Alle zu pökeln? Oh, wie interessant. Pökeln? Wer ist hier gepökelt? Niemand ist gepökelt. Du hast zuerst vom Pökeln gesprochen. Ich verabscheue Gepökeltes. Was? Die gepökelten Aale schmeckten vorzüglich. Wie kannst du es wagen, abfällige Bemerkungen zu machen über Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Worüber sprachen wir gerade? Über Gepökeltes? Wer oder was ist gepökelt? Hä? Wie meinst du das? Nun, die Aale waren gepökelt, oder? Wie bitte? Gepökelte Wale? Wer ist denn auf so eine Idee gekommen? Muss eine ziemlich große Speisekammer haben. Sieh mal nach, ob noch Platz drin ist, Junge. Nein, nein, keine Wale. Ich meine gepökelte Aale. Gepökelte Aale willst du? Frag mal in der Küche. Geh jetzt und vergeude nicht meine Zeit. Was ist geschehen? Nichts, nichts ist geschehen. Das ist es ja gerade. Und jetzt glauben junge Burschen wie du, sie könnten einfach so hier hereinkommen, unsere Frauen schänden und alles Gepökelte klauen. Klauen? Sehe ich vielleicht wie ein Dieb aus? Mein Stock! Alle wollen meinen magischen Stock! Aber den kriegst du nicht. Verschwinde, du niederträchtiger Ofenreiniger! Nein, ich will deinen verdammten Stock überhaupt nicht. Also hast du's aufs Gepökelte abgesehen, wie? Du scheußliche junge Hose! Aber jetzt bin ich dir auf die Schliche gekommen, du junger Bücherschrank! Hör mal,
Eigentlich geht's mir um was anderes. Ich habe nur jemanden gesucht, mit dem man besser reden kann als mit leerer Luft. Duft? Parfum? Oh nein, das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Es ist gegen die Vorschriften, hier mit Frauen zu tändeln. Wenn's erlaubt wäre, so hätten wir für andere Dinge überhaupt keine Zeit mehr. Du junger Bademantel, dafür wirst du aus unserer Gemeinschaft verstoßen. Aber ich habe mir doch gar nichts zu Schulden kommen lassen. Was? Wie willst du ein Mann von Welt sein, wenn du nie die feineren Dinge im Leben kostest? Frauen, Zaubererstäbe, gepökeltes. Du verstößt mich, wenn ich deinen Rat beherzige. Nein, zu viel ist zu viel. Junge Pinzetten wie du kommen hierher und wollen irgendwas umstoßen. Ich finde das unerhört. Diese Stadt verwandelt sich langsam in was Gepökeltes. Fang bitte nicht wieder an, von Gepökeltem zu sprechen. Gepökeltes? Sowas solltest du nicht essen, während du ein Kleid trägst. Sonst gibt's Flecken am Saum. Warum trägst du ein Kleid? Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Kaum zu fassen, dass jemand wie er zum Lehrkörper gehört. Ein sehr, sehr alter Zauberer, dessen Bart vor allem dazu dient, Nikotinflecken zu sammeln. Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Schade. Lass dich nicht erschießen. Ah, wenn das nicht unser junger Bremswind ist? Rincewind, Herr. Rincewind? Ja, komm rein. Wir müssen miteinander reden. Das heißt, ich rede und du hörst zu. Bestimmt sind dir Gerüchte über einen Drachen zu Ohren gekommen, der angeblich unsere Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ein Drache? Meinst du vielleicht ein Geschöpf, das Feuer spuckt, ganze Städte verbrennt? Sei still! Ja, so ein Geschöpf meine ich. Schuppig, eitel, in glänzende Objekte vernarrt. Wir müssen sicherstellen, dass die unsichtbare Universität auf angemessene Weise bei den Versuchen repräsentiert ist, das Ungeheuer zu erledigen. Wenn irgendein Bauerntölpel den Drachen einfach so erschlägt, dann fragen sich die Leute vielleicht, weshalb sie Zauberer brauchen. Da wir gerade davon sprechen, Herr, weshalb brauchen die Leute Zauberer? Zauberer mögen gutes Essen, und zwar 4-mal am Tag. Wenn du keinen leeren Magen riskieren willst, solltest du dich besser um den Drachen kümmern. Aber eigentlich gibt es doch gar keine Drachen. Sei still! Drachen existieren, wenn man an sie glaubt. Er glaubt fest genug an sie, um uns reichlich zu belohnen, wenn wir ihm das Ungeheuer vom Hals schaffen. Verstehst du? Nein, eigentlich nicht. Sei still, ich will keine Entschuldigung hören. Hier gibt's nur immer Ausflüchte. Lauf zur Bibliothek und hol mir eine Ausgabe von Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Darin finden wir bestimmt einen Hinweis darauf, wo wir nach dem Schuppenbiest suchen müssen. Du bist immer noch da? Stehst wie was Unhygienisches herum? Worauf wartest du noch? Ja, ja. Holen wir das Büchlein. Warum müssen wir eigentlich immer Botengänge gehen? Immer. In jedem Spiel. Schlimm. Nun, ich schlage vor, wir übertreiben es nicht mit der Neugier, oder? Na, warum nicht? Sieht doch ganz nett aus. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Ja. Nun, wenn man genau hinsieht, scheint es sich um einen subtropischen, überwiegend in Bäumen lebenden Affen zu handeln.
Ein magischer Unfall in der Bibliothek hat den Bibliothekar in einen Orang-Utan verwandelt. Seitdem hat er allen Versuchen widerstanden, ihn wieder in seine menschliche Form zurückzuverwandeln. Er liebt seine langen Arme und das Recht, sich in der Öffentlichkeit zu kratzen. So schaut's aus. Hallo? Potzblitz? Bist du etwa der Bibliothekar? Oh, ich verstehe. Damit wäre das Ablagesystem erklärt. Nun, ich weiß nicht, ob du die richtige Adresse für mich bist. Es ist schwer zu erklären. Ja. Das ist ja wundervoll. Ich wusste gar nicht, dass ich Affisch sprechen kann. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hallo? Was dagegen, wenn ich ein bisschen in der Bibliothek herumstöbere? Soll tierisch groß sein. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Darf ich mir ein Buch ausleihen? Wie bitte? Verstehe. Ich brauche etwas, um ein Buch zu nehmen. Zahnpasta? Finger? Handschuhe? Etwas in der Hand? Zahnarzt? Mundgeruch? Mundwasser? Ja genau, du möchtest Mundwasser. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Oh, ein Leserausweis. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was passiert, wenn ich versuche, mir ohne Ausweis ein Buch zu nehmen? Ja, jetzt hör mal zu, du Affe. Leider habe ich keinen Leserausweis. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Puh, zum Glück habe ich nicht Tier gesagt. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hey, wem gehört das Tier? Ah, schön. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Wie oft er geschlagen wurde. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt was verpasst, sonst hättet ihr nichts gewinnen können. Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Verstehe. Ja, ich denke schon. In der Tat. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Du weißt schon, jemand, der kein Tier ist. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nein. Ich kehre später zurück und hole mir ein Buch. Ja, ich habe aufgegibbon. Nein, nicht aufgegibbon. Ich meine, Mensch, hier könnte man zum Tier werden. Oh, verdammt! Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Das scheint mir eine gute Ja, das sagtest du bereits. Welch Glück, dass wir eine Banane dabei haben. Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Danke. Pack's in die Truhe. Let's go. Ja. Schön, wenn man sich verklickt.